Baldas? Gut. Also, ja, was soll ich sagen? Ich bin richtig gerührt, ganz ehrlich. Es waren auch für mich drei wunderschöne Tage hier. Lieber Gunnar, ich danke dir, dass du mich vor Monaten, glaube ich, war das mal angerufen hast, gefragt, ob ich kommen möchte. Ich habe gesagt, ja, ich konnte mir gar nicht so recht vorstellen, was mich hier erwartet. Und heute, um diese Zeit, wenn ich mich also von Ihnen verabschiede, muss ich sagen, ich bin unglaublich überrascht über Ihre Liebe, über Ihr Enthusiasmus, Ihr Überengagement und wie Sie das alles hier vorbereitet haben, gemacht haben. Das war also großartig. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken und natürlich besonders auch bei dir, denn ohne dich würde ich jetzt nicht hier stehen, ganz klar. Also ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne, schöne Zeit. Ich fahre jetzt noch, bevor ich nach Hamburg fahre, fahre ich noch kurz beim Horst Naumann vorbei in Duisburg, das ist ja hier um die Ecke. Wenn Sie mögen, werde ich Ihnen natürlich von Ihnen noch mal Grüße sagen. Ja, gut. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann irgendwo mal wiedersehen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal alles Gute, bleiben Sie gesund und behalten Sie Ihren Optimismus, Ihre Freude am Leben. Draußen in der Welt ist es ja schlimm genug. Also noch einmal herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihren herzlichen Applaus. Das war ja Standing Ovation hier, das habe ich schon lange nicht gehabt. Einmal hatte ich es beim Fernsehen, da hatte ich eine Rolle gespielt und da musste ich 6 Stunden den ganzen Tag, musste ich auf so einer Bar, auf so einer Liege, Rettungsflieger oder sowas, musste ich also liegen und ich kam kaum von der Liege runter und am Drehschluss, da war ich auch ganz überrascht, da hat das ganze Team mir applaudiert. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz besonders Schönes für einen Schauspieler, wenn der da oben steht und Ihren Applaus, Ihre Herzlichkeit dann spürt. Also noch einmal alles Gute, haben Sie noch schöne Stunden hier und herzlichen Dank, auf Wiedersehen. Thank you.